Löwentrainer Nicolai Jakobsen hat viele Nationalspieler in seinem Kader. Spanien, Dänemark, Island und Norwegen. Aber drei Stück davon laufen für den DHB auf. Der Erbe von Oliver Rogic, zumindest was die Rückennummer 4 angeht. Seit dieser Saison spielt der 28-Jährige bei den Löwen, kam aus Magdeburg zurück ins Badische. In dieser Saison kam der Rückraumspieler und Abwehrspezialist Stefan Knerr 22 Mal in der Liga, 9 Mal in der Champions League und 2 Mal im Pokal zum Einsatz. Ein Spieler, auf den nicht nur der Vereinstrainer, sondern auch der Nationalcoach baut. Auch er ist gesetzt auf Rechtsaußen. 1989 in Pforzheim geboren, ist der 25-Jährige mittlerweile weder aus der Nationalmannschaft noch bei den Löwen wegzudenken. Krötzki im Dauereinsatz und das merkt man. In dieser Saison 98 Tore in der Liga, das sind 4,5 pro Spiel. Seit 2007 ist er ein Löwe, durch und durch. Und das ist der Kapitän auch, uns Uwe Gensheimer. Keiner identifiziert sich mit den Löwen so wie der 28-Jährige. Der wohl weltbeste Linksaußen mit seinem magischen Handgelenk ist beim TV Friedrichsfeld groß geworden. Seit 2003 ist er ein Löwe. 5,5 Tore pro Spiel macht der dienstälteste Löwenakteur im Schnitt. Die Rhein-Neckar-Löwen ohne ihren Uwe. Nur schwer vorstellbar.